Ja, hallo und einen wunderschönen guten Tag zu einer ganz aktuellen neuen Folge unserer Musik macht Mut Gespräche. Heute haben wir einen jungen, aber dennoch oder vielleicht auch gerade deswegen absoluten Vollprofi im Bereich der Musik am Start. Nämlich haben wir heute den Florian Lippert zu Gast. Hallo Florian. Hallo, hallo. Es ist sehr, sehr schön, dass ich heute hier mit euch dabei sein darf und ein bisschen wir plaudern dürfen. Ja, genau, plaudern, da gibt es auch wirklich viel zu plaudern. Du bist, wie gesagt, sehr aktiv. In der Vergangenheit warst du in verschiedenen TV-Formaten aktiv. Voice of Germany warst du dabei, mit Joko hast du Sachen gemacht. Ansonsten bist du Komponist für Theater, Film und so weiter. Also wirklich eine große Bandbreite. Und zurzeit bist du der Live-Keyboarder von Andrea Berg und Michael Schulte beispielsweise. Mit Michael Schulte bist du momentan auf Tour, tatsächlich auf Tour. Nämlich absolvierst du mit ihm und seiner Band Autokino-Konzerte. Und das ist natürlich gerade ein unheimlich angesagtes, spannendes, viel diskutiertes Thema. Deswegen freut es uns auch umso mehr, dass du heute etwas über diese Autokino-Konzerte erzählen möchtest. Und so von der emotionalen Ebene her ist es natürlich jetzt, denke ich mal, erstmal eine ganz andere Sache. Wie ist denn so das Gefühl, vor so einer Horde von Autos zu spielen? Ja, es ist wirklich ein bisschen strange. Also man bewegt sich als Musiker ja irgendwie zwischen Entzug und was haben wir für Alternativen? Wie können wir jetzt wieder auf die Bühne gehen? Und es ist ja so, wir haben jetzt Anfang Juni, es ist jetzt so die einzige Möglichkeit, irgendwie wieder auf die Bühne zu gehen. Und es gab ja davor ja überhaupt keine andere Möglichkeit und uns wurde ja quasi das weggenommen, klingt jetzt zu krass so, ne? Aber es existiert einfach keine Plattform mehr, außer eben im Streaming und da hat man ja keine Personen vor sich gehabt. Und jetzt ist es so, man geht auf die Bühne und dann stehen einfach statt Leuten Autos vor sich. Das ist mal so das erste Ding. Man hat irgendwie in erster Linie, also man sieht die Menschen nicht, sondern man sieht wirklich Autos. Man denkt wirklich, man spielt vor Autos. Das hat so ein bisschen was Transformer-mäßiges irgendwie. Oder Cars oder so, Ja, ja. genau. Es ist, und dann gibt es Konzerte. Wir hatten jetzt, letzte Woche hatten wir jetzt zwei gespielt. Es war, die erste Show war tatsächlich so, dass Hupen und Jubel und so weiter war untersagt aus Lärmschutzgründen. Und das war natürlich ganz schön verrückt, irgendwie auf eine Bühne zu gehen mit dem Künstler, wo die Leute wirklich nur wegen des Künstlers gekommen sind und da kommt einfach kein Feedback. Das war total strange. Und dann spielst du die Songs, dann spielst du das Set und dann bist du ganz am Ende und dann verbeugt man sich ja eigentlich und es darf so nichts kommen. Das ist total krass. Und am nächsten Tag waren wir mit großer Band in Hannover dann und haben dort, ich glaube, es waren 1000 Autos oder 500 Autos gespielt und da war richtig Lärm. Also es. Dieser Lärm, dieses Hupen, das ist erstmal so eine interessante Erfahrung, die man da als neuen Applaus irgendwie so entgegennimmt. Und ich bin natürlich echt froh und glücklich und dankbar darüber, dass ich jetzt in so einer Zeit trotzdem auf der Bühne stehen darf und will mich da auch um Gottes Willen überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise auch beschweren. So. Es ist wirklich eine neue Erfahrung, mit der man wirklich umgehen muss. Und ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich das so erleben darf. Ja. Also es ist sehr, sehr spannend. Ja, das glaube ich. Ja. Und wie kann man sich das dann vorstellen? Wie ist dann so eine die Dynamik in so einem Konzert? Es ist ein bisschen komisch, genau, weil man kann ja schlecht mit Publikumparts arbeiten. Man kann das Publikum ganz schlecht einbeziehen. Man muss sich erstmal, was wir gemerkt haben am ersten Konzert, man muss sich erstmal auf so eine Kommunikationsbasis einstellen. Also es gibt ja so Fragen immer, ich sage jetzt mal so ein Beispiel, fühlt ihr euch gut? So, und dann kann nichts kommen. Dann muss man erstmal irgendwas ausmachen. Lichthupe zweimal heißt ja, okay, ist auch blöd, weil wir haben 30 Autos oder 100 Autos. Wenn es alle zweimal ist, schwer so. Dann muss man da erstmal sowas irgendwie machen. Und da ist natürlich schwer, so eine Dynamik reinzubringen. Es gab ganz am Anfang, die Heute-Show ist ja ein Begriff mit Oliver Welke, ne? Und das sind ja ein Sketch nach dem anderen. Und ganz am Anfang von der Corona-Zeit war es ja so, dass
dass überhaupt kein Publikum und keine Einblendungen ja da waren. Und da hat man richtig gemerkt, es fehlt diese Dynamik und es fehlt so dieses Feeling, wo das so weitergehen soll. Und man kann es ähnlich beschreiben, dass es wirklich schwer ist, sich so hoch pushen zu lassen durch das Publikum. Durch das Publikum. Es ist ja oft so ein Geben und Nehmen gleichzeitig, was ja dann so steigt und steigt, und das gibt es wenig. So, wenn jetzt überhaupt kein Feedback kommt, natürlich klar. Wenn jetzt so ein Auto Feedback kommt, muss man erstmal schnell damit umgehen können. Und dazu kommt natürlich auch, dass man ja keine PA hat auf der Bühne, man hat keine Monitore, man hat keine Subwoofer. Das heißt, allein schon dieses körperliche Wahrnehmen von Subwoofer, von Bassfrequenzen findet auch nicht statt. So, man ist ein bisschen wie in so einem Studio. So fühlt sich es ein bisschen an. Also sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Für beide Seiten. Also man kann tatsächlich, glaube ich, sagen, für die Zuschauer ist es, glaube ich, total interessant, weil man ja wirklich so eigentlich einen super guten Sound hat, wenn das Autoradio gut ist. Ne? Also so wirklich mit Subwoofer, falls man hinten drin hat, oder man hat ja sein Auto vielleicht ein bisschen angepegelt so. Ja, von den Frequenzen vielleicht so ein bisschen besser hoch oder so. Und ich glaube, das ist echt gut. Man hat da auch mehr Respekt vor als Musiker, weil man sich mehr wie in so einer TV-Show fühlt, wo es jetzt auf jeden Ton drauf ankommt. Das kommt beim Live-Konzert auch, aber es passiert immer eine Kleinigkeit. Und live, da versendet sich sowas ja eigentlich. Ne? Also das ist ja oft eigentlich dann nicht so relevant, aber bei so einem Autoradio ist es dann oft spannender, damit umzugehen. Ja, klar. Ja, ich meine, live macht das vielleicht auch gerade auch so den Reiz aus, dass da auch mal ein bisschen Dreck dabei sein darf. Es kommt natürlich auch immer auf den Künstler drauf an, aber das ist ja auch das, was dann die Emotionen auch hervorruft. Und deswegen kann ich mir vorstellen, ist sowas natürlich eine gute Möglichkeit in einer Übergangssituation. Wahrscheinlich ist es nicht, oder hoffentlich ist es nicht etwas, worüber man jetzt über ganz, ganz lange Zeit nachdenken oder woran man sich gewöhnen muss. Aber vielleicht sind auch doch so ein paar Chancen da, auch für die Zukunft, für eine normalere Welt wieder, in Anführungszeichen, dass man da irgendwie was mitnimmt oder vielleicht auch sich über die Nachteile von solchen Formaten mehr bewusst wird. Wie siehst du das? Ja, also ich finde dieses Grundkonzept Autokinokonzert finde ich total spannend eigentlich. Also und ich fände es auch, wenn sowas in Zukunft existieren könnte, neben normalen Konzerten, fände ich das super. So, jetzt kann man ja vielleicht überlegen, ob man irgendwie auch raus aus dem Auto, ob man dann wieder vielleicht langsam wieder normale Menschen vor sich hat, die dann genügend Abstand zueinander haben. Im Prinzip ist ja so, es steht ein Auto, dann gibt es 2 Meter Abstand, dann kommt das nächste Auto. Findet ja schon extrem viel irgendwie statt, das ist Open Air und so weiter. So, der große Nachteil ist halt natürlich, dass im Prinzip solche Autokino-Konzerte überwiegend nur mit bekannten Künstlern funktionieren, weil das Publikum natürlich eine Karte kaufen muss und man kann ja davon ausgehen, dass ja die meisten Leute irgendwie jetzt in Kurzarbeitergeld darunter arbeiten und natürlich weniger verdienen. Das heißt, unterm Schnitt hat jeder irgendwie so ein paar Einsparnisse zu machen und man hat jetzt nicht unbedingt jetzt irgendwie so den Drang, jetzt unbedingt rausgehen zu wollen, auch aus Sicherheitsgründen vielleicht auch einfach. Und es ist jetzt natürlich so, dann überlegt man sich vielleicht dreifach oder vierfach schon mal, okay, wo gehe ich jetzt hin, wen möchte ich jetzt genau sehen? Und da fallen natürlich nur bekannte Künstler irgendwie gerade so ein bisschen darunter, die man sich gerne anguckt. Und so irgendwie, es findet natürlich dadurch überhaupt kein Newcomer Wettbewerb mehr statt oder es gibt keine Newcomer-Szene mehr, weil man nicht mal kurz sagt, komm, wir gehen mal hier in die Bar nebenan oder wir gehen aufs Autokino-Konzert nebenan, was mich dann 40 Euro kostet, macht man ja gerade nicht so. Das ist ein bisschen schwierig, das kriege ich von vielen Kollegen mit, die jetzt irgendwie so in den Startlöchern sind, tolle Alben, tolle EPs haben, tolle Singles am Start haben und die jetzt releasen und ich habe so das Gefühl, es verpufft alles so, weil natürlich der Fokus der Menschen gerade auf einer ganz anderen Sache liegt oder auf ganz anderen Sachen irgendwie. Und das ist total schade, dass man so viel Arbeit da reingesteckt hat und das einfach überhaupt nicht greifen kann. Ich meine, wie auch. Ne? Also, ja. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, dass es für die Newcomer vor allem, die gerade am
Auftreten sind, dass es ziemlich schwer sein wird, da wieder hinzukommen. Es wird sicher bestimmt noch ein halbes bis dreiviertel Jahr dauern, bis da wieder wirklich ein Konsumverhalten und so eine Lust da auch wieder da kommt, bin ich mir sicher. Ja, das wird wohl so sein. Und du erzählst ja jetzt von Newcomern oder Leuten, die jetzt gerade sehr stark am Krebsen sind oder deren Kreativität zwar nach innen vorhanden ist, aber nach außen irgendwie leider verpufft. Du bist ja jetzt auch freiberuflicher Musiker. Du bist natürlich etablierter im Verhältnis. Nichtsdestotrotz hast du auch eine Corona-Situation. Wie hat denn jetzt Corona dein persönliches Arbeiten als freiberuflicher Musiker verändert? Und was siehst du für Möglichkeiten vielleicht für andere? Ja, es war für uns alle ja so eine Horrornachricht. Ja, man hatte, also ich persönlich hatte einen total vollen Kalender fürs ganze Jahr und war total happy darüber und standen spannende Sachen drauf und auf einmal bricht komplett alles weg. Also mein Kalender war komplett weiß danach und ich hatte keinen einzigen Termin mehr und das war dann schon erstmal wirklich, man kommt total ins Straucheln und man versucht so nach so Sicherheit zu greifen. Und ich habe das auch in den ersten Wochen bei ganz vielen Kollegen gemerkt, wie so eine krasse Unruhe da war. Natürlich hat man diese finanzielle Not und diese Angst, weil man lebt ja ausschließlich von Konzerten, wenn man 100% freiberuflich arbeitet, so wie ich das mache. Und dazu kommt noch, dass ich schon immer so ein Sicherheitsdenker bin und ich habe früher neben meiner freiberuflichen Tätigkeit noch viel unterrichtet und so war quasi das Monatsding so ein bisschen abgedeckt so und alles, was da drauf war, war dann irgendwie schön. Und das habe ich habe mich irgendwann mal dagegen entschieden, einfach aus Fokusgründen. Und jetzt spüre ich das erste Mal, so wie dann auf einmal dieses Gerüst, was man sich aufgebaut hat, mühsam, wie wir alle, so anfängt zu wackeln. Und ich habe ganz viel mitgekriegt, dass man jetzt eben diese Streaming-Konzerte macht, auch mit Ticketing, was super ist. Man hat angefangen, natürlich auch Online-Unterricht zu machen, was ich auch gut finde. Also es gibt ganz viele neue digitale Wege, wie man miteinander Musik machen kann. Studio-Sessions, Songwriting-Sessions, habe ich ganz viel über digitale Plattformen gehabt und so weiter. Also da ist die Technik sehr fortgeschritten zum Glück und wir können sie so nutzen und auch in Zukunft weiterhin so nutzen. Das ist eine sehr, sehr große Chance, die wir dadurch erfahren haben. Aber im Grunde sind die Musiker, die in Bundesländern wohnen, und das ist natürlich auch wieder irgendwie sehr, sehr schade, dass es bundeslandabhängig ist, ob Soforthilfe greift oder nicht, sind wir, glaube ich, vielleicht insofern erstmal so ein kleines bisschen entspannter, weil wir so ein bisschen Soforthilfe bekommen haben. Das ist natürlich echt ein ganz großer Punkt, aber ich kenne viele Kollegen und viele Techniker, leider auch Veranstaltungstechniker, wo einfach das nicht greift und da, das ist wirklich schade und die werden mit uns allen am längsten einfach wieder brauchen, bis wir wieder arbeiten so und da hoffe ich natürlich, dass da noch mal ordentlich noch mal nachgelegt wird so und dass wirklich erstmal so dieser Stress, das ist ja wirklich existenzieller Stress, dass der ein bisschen genommen wird und der muss irgendwie nicht sein, weil man arbeitet wirklich sehr, sehr viel für diesen Job und mit Leidenschaft und mit Liebe. Und es wird einem so weggenommen und die Angst ist natürlich da, dass es keine Perspektive mehr gibt, dass man abweicht, dass man einen anderen Weg einschlagen muss und was natürlich die ganze Branche zum Einsturz bringt. Und deswegen hoffe ich, dass wir uns alle noch so ein bisschen disziplinieren, dass wir noch alle noch im Kopf haben, dass die Sache nicht vorbei ist, weil wir sind noch lange nicht bei Normalität angelangt, noch ganz lange nicht. Und dass die Gastrobetriebe genauso noch gefährdet sind. Alle, die jetzt wieder arbeiten, dass alles ja noch auf der Kippe steht. Ich kriege das mit von vielen Veranstaltern, die gezwungen sind, ihre Firmen einzufrieren noch bis September, weil sie keine Planungsgrundlage haben, weil die Politik natürlich keine langfristigen Planungen zulassen kann, aufgrund der ständig veränderbaren Situation. Und bevor man jetzt in irgendeine Insolvenz reinrennt, sagen die einfach, okay, wir machen das jetzt einfach mal dicht für ein Dreivierteljahr und packen dann wieder aus, wenn wir einfach eine Sicherheit haben. So. Also diese ganze Kulturbranche im weitesten Sinne mit Messe, Veranstaltungstechnik und so weiter ist natürlich sehr, sehr stark am Wackeln. Und bis das letzte Glied, glaube ich, nicht wieder normal ist, kann man nicht von einem Normalzustand
sprechen so. Aber wir, wie gesagt, wir haben viele, viele Chancen daraus und die soll man nutzen, die also unbedingt und danach auch weiterhin, weil das sind super Möglichkeiten. Also wenn wir schon das Internet haben, dann so wie auch das jetzt wir hier sprechen, das war ja auch so ein Beginn. Ich glaube, wir haben, ich weiß es gar nicht, Anfang März tatsächlich, Februar, März irgendwie, das war jetzt irgendwie so eine Entwicklung über die Corona-Zeit so ein bisschen, ne? Also Ja. super. Ja, genau. Ja, das ist das, was es ausmacht. Ich denke, du hast da den Nagel sehr auf den Kopf getroffen und ich finde es auch toll, dass du eben auch so Aspekte wie Vernunft und auf der anderen Seite aber auch Zuversicht und auch ein gewisses Sicherheitsdenken da auch nach vorne stellst, weil ja man auch beobachten kann, dass das bei manchen vielleicht gerade so ein bisschen abnimmt oder nicht ganz mehr verstanden wird. Gut, natürlich muss jeder selber irgendwie mit der Situation klarkommen, aber ich denke, so gerade als Musiker ist es wichtig, kann ich mir vorstellen, eben strukturiert und vernünftig, so gut es geht, irgendwie mit der Sache klarzukommen und dann auch wieder irgendwann wieder Schritt für Schritt in eine Normalität reinzuwachsen. Und wenn es so ist, dass es erstmal vielleicht kurz auf Eis oder hoffentlich kurz auf Eis gelegt werden muss, aber dann auch mal wieder irgendwann auch wieder losgehen kann. Ja. Und ich denke, das ist so ein guter Hoffnungsaspekt Genau. und vielleicht auch ein ganz gutes Schlusswort so für unser Interview, was für dich sehr tief in diese Sache reingegangen ist und auch so mit dem Thema Autokino und so sehr, sehr spannend gewesen ist. Und gerade mit den Autokinos, du hattest vorher gemeint, du hast jetzt zwei von circa ungefähr 10 Konzerten. Das heißt, du hast noch eine ganze Menge vor dir. Da gibt es bestimmt noch Genau. viele Eindrücke, Ja. viel zu lernen. Ich bin dann gespannt drauf, was du dann in einigen Tagen vielleicht zu berichten hast, wenn wir uns nochmal sprechen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall in erster Linie natürlich für deine Gesundheit und ansonsten eben auch für die kommende Zeit mit deinen musikalischen Aktivitäten alles Gute. Ja, vielen Dank. Danke, dass wir hier plaudern konnten und ich wünsche dir natürlich auch viel Gesundheit und der ganzen Familie. Vielen Dank. Also Florian, hat mich gefreut. Mach's gut. Ebenso. Mach's Ja. gut. Ciao, ciao. Tschüss.